Servus, Freunde des guten Geschmacks. Ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder zuseht. Ja, womit seht ihr mich überhaupt? Genau. Jawohl, mit der PowerShot G7X Mark II Kamera. Ich habe ja gesagt, ich suche was Neues. Vor allem, die ist auch sehr klein. Die kann man gut mitnehmen, so als Action Cam, ja, die brauche ich ja als Ibelkniebel. Und wir wollen mal schauen, wie sie sich so macht. Dieses Video nehmen wir damit auf, ob der Ton eigentlich zu sehen ist. Der Zoom zoomt nicht hin und her, aber es wird scharf. Ja, das ist das Wichtigste. Wir probieren heute wieder zwei Aromen. Und zwar nehmen wir einmal das Banana Nut Bread von Vapors Valley, angesetzt am 24. Oktober mit 10%, gekauft auf der Messe Oberhausen. Und außerdem probieren wir von PG Empire das Cream Ma Bomb oder Cream Da Bomb, angesetzt am 29.10. 2017. Also beide sollten reichlich ausgereift sein. Beide sind auch mit PG Empire Base angesetzt. Beide haben 3,2 Milligramm Nikotin, meine ich. Und dampfen tun wir das hier in dem Stellar auf dem Boxenmod DNA 75. Aber kleinen Spoiler-Alarm noch vorab. Ich konnte mich einfach nicht zurückhalten. Und ich bin sehr gespannt auf das. Ja, ihr seht's, wahnsinnig viel Zeug. Noch mehr verrate ich nicht. Kurze Bilder, weil ich weiß gar nicht mehr, wie ich es alles schaffen soll. Es kommt ja noch diese tolle Pudding-Linie. Das ist übrigens unser Kater, der es hinher schiebt. Falls ihr es hier ein bisschen brutzeln hört, das ist mein Abendbrot. So, Freunde, wir fangen an mit dem Cookie da Bomb von PG Empire. Da habe ich es wieder, glaube ich, mit meine irgendwie 16% angemischt, also 83 Milliliter Base oder 68 Milliliter Base und die 10 Milliliter Aroma, irgendwie so in der Art, also dass wir sich, 16% anmischen. Ja, und der Geruch ist natürlich echt heftig. Das ist übrigens bei dem hier, bei dem Lemon La Macaron von PG Empire. Guckt euch mal diese Farbe an. Das ist auch jetzt zwei Monate mindestens alt, aber normalerweise lässt du Liquid ewig stehen, verliert es irgendeinen Grundton, vor allem wenn es angemischt ist. Dieses Lemon La Macaron ist perfekt, immer noch. So, deswegen habe ich es noch stehen, ne? Hier auch wieder mit dem schönen Aufkleber. Ja, komm, zoom jetzt, lass mich nicht im Stich. Es zoomt nicht, oder doch? Da. Es zoomt. Ja, zoom ich. Jawohl. Die Helligkeit habt ihr gesehen. Das macht da auch sehr schön. Ich sehe mich hier auf dem Monitor. Ich sehe irgendwie ein bisschen verzerrt aus. Aber das sehe ich ja im echten Leben auch. Also, Cookie da Bomb. Ja, der Geruch, das erinnert natürlich an den wahnsinnig tollen, weißt du, so ein bisschen an, wenn du deine Lieblingskekse in die Milch bröselst. Und da einen fetten Löffel Nutella reinrührst. Und das Ganze noch
mit Kokosflocken überstreust und das während du auf einem Bein stehst. So riecht das hier, also richtig lecker. Der Geschmackstest. Eine gewisse Süße ist dabei. Bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Eine gewisse Süße, auf keinen Fall zu süß. Wirklich gut, klasse. Eine leichte Bitternis, die verwirrt mich gerade. Eine ganz, ganz zarte Schokolade. Ja, das war's. Das ist so, was ich eine Milch noch, so eine Milchschokolade, also eine schöne. Tja, wo gucken wir mal, hä? Dann machen wir mal hier Cookie da Bomb auf die Wicklung. Also ich habe es mir natürlich geholt, dieses Aroma, weil ich einfach von dem Lemon La Macaron total begeistert war. Für ein Aroma ist das einfach ziemlich unverschämt. Ja, über 7,50 € zu nehmen für 10 Milliliter. Ich wette, das ist auch den Namen geschuldet, weil die Zutaten können es nicht sein. Logo, dann wird es noch schön verpackt und dann wird ein Aufkleber reingemacht. Finde ich auch alles gut. Trotzdem ist der Preis scheiße. Wenn man es natürlich dann anmischt, hat man für nicht mal 10 € fast 100 Milliliter. Das hört sich dann schon wieder anders an. So muss man an die Sache auch rangehen, sonst macht man sich ja irre. Wir haben hier 0,32 Ohm, 40 Watt, ab geht da. Ja, es ist lecker. Es ist wirklich lecker. Mir kommt es so vor, als wenn ich eine schokoladige, zimtige Note noch mitspüre. Und natürlich so eine teigige Note könnte man auch als Keks empfinden. Ich würde eher sagen, so eine teigige Vollmilchschokoladen-zimtige Note, aber ganz, ganz, ganz dezent. Dieses Zimt ist eigentlich gar nicht vorhanden. Lasst mich mal noch ein bisschen Stoff drauf machen. Und dann drehen wir noch mal auf ein Stück. Auf 51 Watt. Okay, ihr seht es hier oder vielleicht auch nicht. Einen Moment. Ja, jetzt seht das. Ist natürlich Wahnsinn mit der Base auch, was da rausgeworfen wird. Und es ist lecker. Das kann man sich mal drippen. Ich persönlich könnte es nicht den ganzen Tag dampfen. Deswegen ist es aber nicht schlecht. Ich wette, es hat wahnsinnig viele Liebhaber. Und ja, ich persönlich sage auch einfach, ist ein tolles Aroma, weil man kann das Zeug tatsächlich dampfen, wenn es jetzt auch noch besser wird oder gleich bleibt mit dem Laufe der Zeit. Es wird mit Sicherheit noch derbe nachdunkeln, ja, da bin ich mir ganz sicher. Nichtsdestotrotz kann ich es nicht den ganzen Tag dampfen. 7,50 € habe ich für das Aroma bezahlt. Jetzt ist Milliliter oder anderthalb Milliliter sind raus. Ja. Wer es haben will, der meldet sich bei mir. Wir werden uns einig. So, jetzt muss ich aufstehen, Stopp machen, neu wickeln, aufstehen, anmachen. Die Fernbedienung fehlt. Vielleicht ist noch irgendwas zu machen mit eben einer App, aber da muss ich das rausschneiden. Was soll's? Also, bis gleich. Und da bin ich schon wieder. So schnell geht das. Neu gewickelt, neues Glück. Das Banana Nut Bread von Vapers Valley. Ich bin sehr gespannt, weil dieses Banana Nut Bread
Ich meine, das kenne ich ja. Ich dampfe es auch wahnsinnig gerne. Aber die, die ich bisher hatte, waren sehr viel anders. Und zwar hatten die tatsächlich dieses typische Banana Nut Bread Feeling, was man da ja auch erwartet. Hier gibt es irgendeine Nuance, zumindest beim Testen in Oberhausen, die mich fasziniert hat und die einfach anders war. Es riecht auch schon anders. Viel frischer und fruchtiger. Ich hoffe, das ist der Banane geschuldet. Jetzt. Das ist auch mit PG Empire Base angesetzt. Die Färbung gefällt mir auch sehr gut. Ganz anders wie die typische Färbung bei diesem Aroma, die auch sehr viel schwärzer ist. Ja. Ganz, ganz anders. Es schmeckt viel fruchtiger und bananiger. Da bin ich wirklich gespannt, weil natürlich muss beim Bananen-Nussbrot eine kuchige Note vorhanden sein, eine nussige Note, eine bananige Note, dann muss geschmolzener brauner Zucker vorhanden sein. Wenn man Glück hat und deine Liebste hat was drauf, hast du einen leichten Tonkabohnen-Einfluss mit in dem Brot. Und wenn du es dir dann reinziehst, ja, dann erschlägst du jeden, der sich eine Scheibe davon abschneidet. Sowas durfte ich bisher noch nicht dampfen. Aber ich hoffe sehr, dass ich hier jetzt einfach was Neues bekomme. Und den Einfluss hatte ich auch noch. Ich habe es seitdem nicht mehr gedampft. Das ist Premiere. Und wir sind bei 42 Watt und hauen rein. Okay. Also bisher ist es gar kein Bananennussbrot, sondern ein Bananenliquid. Ein sehr gutes. Die Banane ist sehr, sehr natürlich, sehr frisch, eine leckere, reife, immer noch harte, knackige, gerade geschälte Banane. Ja, eine wirklich sehr tolle Banane. Eins der besten Bananenliquids, die ich je gedampft habe. Aber das ist es auch. Freunde, das ist kein Bananennussbrot. Es tut mir leid. Das ist einfach so und das schmecke ich. Das heißt nicht, dass das hier falsch ist. Das ist eins der besten Bananenliquids, die ich, oder Aromen, die ich je hatte. Ja, eine wahnsinnige Frische. Eine tolle, reife Banane, richtig frisch und vollmundig. Eine tolle, süße, nicht overpowered, ganz natürliche Bananensüße. Und das war's. Und die ganze Sache ist auch noch weich und rund. Also wahnsinnig lecker. Aber es ist kein Bananennussbrotaroma. Ja, ist es nicht. Wer also wirklich ein absolutes Bananennussbrot-Aroma sucht, das ist es leider nicht von Vapers Valley. Das muss ich so sagen. Schade eigentlich, ich habe mich sehr drauf gefreut. Wahnsinnig lecker. Ich habe mich auch mit der Färbung schon gewundert, dass das eine Banane ist. Und in der Färbung eine wahnsinnig reife und leckere Banane. Ist sehr VG-lastig, also ist das Aroma auch okay im VG, aber es ist kein Bananennussbrot. Ne? Das hier also mit 10% angemischt, ihr seht, das ist eine 120 ml Flasche, das sind hier jetzt noch 98 ml oder 99 ml Liquid, sehr lecker in 3,2 Milligramm. Wenn irgendeiner Bock drauf hat, meldet euch bei mir, wir werden uns einig, wie immer. Und das war's auch schon. Freunde, kurz und schmerzlos, ihr werdet mich nicht los. Ich habe noch wahnsinnig viel Zeug hier. Es kommt noch wahnsinnig viel Zeug.
Der Boxen-Mod ist auch noch zu haben. Den nutze ich hier zum Testen, weil er einfach genug Power hat und mit zwei Akkus hält er halt ewig und drei Tage. Und das Wichtigste aber überhaupt, WebSafe.